In einer heißen Sommernacht, um ca. 4.33 Uhr am Morgen, nahm sich Jeff the Killer ein weiteres Opfer vor, dieses Mal eine junge Frau und ihren Ehemann, welche er mit einer massiven Schädelverletzung und vorgestellten Vergewaltigungen ermordet hatte. Die einzige, die überlebte, war das 4 Monate alte Baby des Paares, welche die Polizei in ihrer Wiege weinend auffand. Zusammen mit dem Baby fand die Polizei einen Brief, welcher auf der Hinterseite einer Papiertüte mit schwarzem Edding geschrieben war, und ein Motorola-Droid, welches schwach unter der Decke des Babys leuchtete. Die Babysitterin, welche in der Zeit des Angriffes im Schrank eingeschlossen war, behauptete, sie hätte den verweilten Duft eines billigen Frauenparfums gerochen und Glitzergel für den Körper auf der Wiege des Babys gefunden. Aber von wem war es? Die Polizei schaffte es, das Geschriebene auf der Einkaufstüte zu entschlüsseln. Die stand auf der Tüte. Jeff, wenn du das hier liest, bedenke, dass egal wie viel unschuldige Opfer du nimmst oder wie viel unschuldiges Blut du vergießt, ich werde am Ende trotzdem für dich kommen. Alle Männer und Frauen, die du so erfolgreich geschlachtet und enthauptet hast, ich werde dich übertreffen. Ich töte sie nicht, weil ich sie hasste. Ich stellte mir vor, dass diese Opfer du waren, als ich ihr Leben nahm. Es war die reine Vorstellung von dir, die mich töten ließ. Ich hab dich nie gemocht, du schmierigköpfiger, grinsender, arroganter, ignoranter Hurensohn. Meine schwarzen Augen mögen zwar aussehen, als hätte ich kein Sichtfeld, aber ich bin nicht blöd. Denk einfach daran, die Nacht, in der du dich in das Schlafzimmer eines armen Mädchens schleichst, wirst du kopfüber die verdammte Treppe herunterfallen, mit deinen Innereien gefangen in dem zerbrochenen Glas des Fensters, in welches ich dich schmettere. Heute Nacht, wenn ich dich erreichte, wird Böses gegen Böses kämpfen. Der Gewinner wird alles töten und der Einzige, der nicht lebend herauskommen wird, wirst du sein. Ich komme für dich. Gezeichnet Jane the Killer. Auf dem Druid-Telefon fand einer der Offiziere einen Text in roten Großbuchstaben mit Janes Bild. Unten ist ihr Gesicht, welches sie mit dem Telefon aufnahm.